Einen wunderschönen guten Morgen nochmal. Ich brauche eure Hilfe. Jetzt sofort bitte. Problematik ist, ich bin jetzt oben auf dem Dach, also am Dach. Dieser Eisring muss irgendwie hier befestigt werden. Ohne irgendwelche Löcher reinzubohren oder sonst irgendwas. Wir haben hier so eine ganz kleine Kante drunter. Ja, hier ist so eine Kante drunter. Da kann man vielleicht was reinfriemeln. Ich habe es nicht geschafft, aber vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Ohne bohren. Also wie gesagt, ich will jetzt mein Blech nicht versauen oder sonst irgendwas. Schickt mir gerne eine Direct Message. Vielen lieben Dank für alle Nachrichten. Es waren sehr viele konstruktive Vorschläge mit dabei. Ja, ich mache das mit den Haken. Ja, es wird wahrscheinlich nicht die idealste Lösung sein. Mit den Holzkeilen hatte ich auch ein paar, die man dann so runterschiebt und dann daran dann, sozusagen die Lichterklappe befestigt. Aber ich denke mal, das werde ich nicht machen, weil ich da ein bisschen Angst vor meiner Fassade habe, weil dahinter ja auch gedämmt ist. Und ja, ich werde es euch auf jeden Fall zeigen, wie es denn aussieht. Ich hasse Weihnachtsdeko. So, gar nicht kalt, also geht alles. Ich habe jetzt hier, zeige ich euch mal. Hier solche Haken jetzt hier, ne? Die hatten mir auch ein paar Leute zugeschickt, vielen lieben Dank dafür. Mein Freund Achim hat mir die jetzt gerade mal vorbeigeschickt und jetzt haben wir hier einmal das alles so ein bisschen angemacht. Klaus, Dieter, würdest du mal kurz anmachen, bitte? Ich gehe parallel mal runter und dann könnt ihr das sehen. Ah, oh, Junge, ist das verschärft. Das hältst du nicht aus. Oh, ist das schön. Oh. So, mit Lichterkette im Hintergrund, das sind die Haken übrigens. So sehen sie aus. Habe ich aber leider keinen Rabattcode für euch. So, um das heutige Tagesprojekt nochmal richtig zu zeigen, ja. Jetzt seht ihr mich kurz nicht. Ah, ist das nicht schön. Ist das, also, komm, jetzt. Ich weiß auch nicht. Also, ja, also. Fantastisch. Hallo Leute, so, der Abend ist ran. Ich mache gerade lecker essen und ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Mein Johnson Barbecue steht an und ich habe am 17. einen Special Guest und zwar ist das der David Friedrich von Eskimo Cowboy. Der wird mit dabei sein und schaut einfach mal in die Story und ihr erfahrt noch ein bisschen mehr. Also geht gerne mal rüber, ne? Also gleich, ne? Easy, aber es gibt eine geile Überraschung. Ich freue mich. Leute, es gibt lecker Flügel und wenn ich mir das angucke, was meine Frau da gerade gemacht hat, dann, naja, also, ja doch, das kommt gut, ich zeig euch. So Leute, weil jetzt gerade die ganzen Fragen schon wieder reinprasseln, nein, ihr müsst kein Rhythmusgefühl haben, ihr könnt da als komplette dilettantische Typen hinkommen, so wie ich das bei jeder Show selber auch mache, also von daher ganz easy peasy, ganz einfach und übrigens morgen 18 Uhr live kochen, Zutaten kommen gleich. Ihr habt richtig gehört. Am 17.12. bin ich mit dabei beim Gustavs Drums and Barbecue. Ob das eine gute Idee war, lieber Gustav, das werden wir sehen. Ich meine, durch Eskimo und Co. weiß man, dass wir gerne feiern. Das heißt, das Schlagzeug wird danach nicht mehr stehen. Das kennt man von den Shows von uns. Aber ich habe eine Überraschung. Und zwar dürft ihr ihr auch nicht fehlen. Und ich möchte, dass auch Leute von euch hier am Start sind. Das heißt, ich werde ein Ticket verlosen für den 17.12. Wer Lust hat, kommt vorbei. Wir werden auf jeden Fall viel Spaß haben und ordentlich feiern. Gleichzeitig auch viele Geschichten erzählen. Und Gustav nennen wir hier in internen Kreisen Testo Gustav. Warum? Und wieso das alles am 17.12.? Ich bin im Wellnesshotel. Ich bin nie im Wellnesshotel tatsächlich. Ja, Felix, ich sag dir ganz ehrlich, dann gehst du da rein in den Pool, dann musst du den Bademantel ablegen, dann guckst du natürlich so lange, bis da mal keiner im Wasser ist. Dann schnell, weißt du, dass keiner guckt. Ich rein, reingewackelt.